Nochmal. Das ist wieder der Schlüssel. Tischstation. Achso, die platziere ich jetzt selbst. Vorhin hatte ich noch reaktiviert. Gut. Sie müssen die Coronis mit Nachschub versorgen, indem Sie Thermalvorkommen selbst suchen, Teestationen aufstellen und anzapfen, wenn sie voll sind. Wenn Sie das regelmäßig tun, verdienen Sie immer mehr. Verstanden, Boss. Diese Arbeit ist perfekt für mein Tempo. Meine erste T-Station. Erste T-Station platziert. 10 Gamers Go. Was ist jetzt los? Und so ging das über Wochen, Monate, bis das Außergewöhnliche zur Normalität geworden war. Mit der Kälte und den Monstern fertig zu werden, wurde zur Routine. Packend und surreal, aber Routine. Ich blieb nur bei Verstand, weil ich nicht zu sehr über das nachdachte, was ich sah und tat. Manchmal war es schon ziemlich einsam draußen im Ödland. Doch Musik und die wöchentlichen Nachrichten von meiner Frau leisteten mir Gesellschaft. Ich verdiente Kohle ohne Ende und sahnte tolle Aufträge ab, alles nach Plan. Ich freundete mich mit der Crew an. Die waren einfach in Ordnung. Sogar La Roche hatte trotz aller Arroganz seine lichten Momente. Ich wurde Braddocks Mann für alle Fälle. Das hatte seine Vorteile. Doch manchmal kam man, wenn man den Anruf bekam, in die seltsamsten Situationen. Jede Menge. Der Harmonisierer hat fast keinen Saft mehr. Jetzt würde ich mir wünschen, dass einer Kriede angreift. Wo war ich gerade? Irgendwas über den Anruf. Genau. Also weißt du, wie schwer das ist, mit anderen Welten zu kommunizieren? Damals hatte Nevek eine Notlösung, einen Antennenverstärker auf dem höchsten Gipfel der Umgebung, damit uns Mama möglichst gut hört.
Das ist unsere Nabelschnur. Vor 2 Stunden wurde sie gekappt. Wir wissen nicht warum. Wir können nicht mehr von diesem Planeten senden oder etwas von außen empfangen. Vielleicht hat ein Akride das Ding zerlegt. Immer wieder erwarten Sie von mir, dass ich mit einem Mech ohne Waffen gegen Monster kämpfe. Wissen Sie, wie viel von meiner Kohle ich für Reparaturen vergeude? Ich will Knarren an meinem Mech. Eine einfache Chain Gun. Mir sind die Hände gebunden. NEVEC-Richtlinien. Ja, ja, Baufahrzeuge dürfen nicht bewaffnet werden, aber ich meine in diesem Fall... Kein Aber. Ich setze diese Operation hier nicht aufs Spiel, weil Sie die Nerven verlieren. Es heißt nicht ohne Grund Gefahrenzulage. Kommen Sie. Hey, Boss. Der Kommsat ist aus. Soll ich eben zur Verstärkerstation und ein paar Mal kräftig gegentreten? Ich habe eben mit Mr. LaRoche darüber gesprochen. Er hat Vorbehalte gegen Kontakte mit der lokalen Fauna. Ja, also ich will niemandem den Auftrag wegnehmen. Nein, nein, nein. Nur zu. Bitte lass dich umbringen. Es sei denn, ich kriege das Doppelte, meine ich. Abgemacht. Was? Ich bin zum Abendbrot wieder da. Ey, das ist ja gemein. Ach, hab ich gar nicht gesehen, dass hier was lag. Hab einfach mal gedrückt. Haben Sie es gemütlich hier gemacht, so wie es scheint. Los, Jim. Sehen Sie sich den Verstärker an und melden Sie sich wieder zurück. Zack, zack. Zack, zack. Quartiermeister Bowers lässt ausrichten, dass die Ware aus dem letzten Container jetzt abholbereit ist. Mr. Payton, hier spricht Dr. Kovac. Können Sie mich hören? Laut und deutlich, Doc. Und du sollst mich duzen und Jim sagen. Wie Sie wollen, Jim. Ich hatte gehofft, Sie würden mich in meinem Labor besuchen, sobald es die Umstände und die Logistik erlauben. Ach, und ich glaube, ich sollte erwähnen, dass auch eine Vergütung im Spiel ist. Du hast also einen Job für mich. Ich dachte, das hätte ich erschöpfend deutlich gemacht. Oh, aber sowas von. Ich komme bald mal vorbei, Doc. Was gerade? Durch den ganzen Umbau und die Erweiterung der Basis ist der wärmste Fleck des Hangars stets in Bewegung. 2 Wochen lang hatte ich ihn komplett verloren. Das macht mich total fertig. Mhm. Und jetzt hat er ihn wiedergefunden. Hey Jim, was hat das mit diesen Stürmen auf sich, die so plötzlich kommen und gehen? Du bist lange genug hier, um das erlebt zu haben. Es ist, als ob die jemand auf uns loslässt, als wollte EDN-3 uns nicht hier haben. Das ist ein Planet, Brewgate. Nicht die Pennerkneipe bei ihrer Highschool. Sehr nett. Was ist denn hier? Ach, sag bloß, ich komme jetzt auf... Hey, Jim! Ich hab grad Thomas erzählt, wie ich als Legionär im härtesten Winter... Tatsache. Also war die ganze Basis hier größer, wie es scheint. Hier brauchen mich und die Raupe bei der Delta-Station. Eine kleine Lawine hat den Lift von der Koronis blockiert. Also musst du den längeren Weg nehmen. Tut mir leid, Hutch. Ich sollte auf jeden Fall mal in die Kaserne. Ah, was haben wir hier? Neue Ware. Diaz Cavern ist voll. White Canyon Treibstoffdepot. Ist das das, die ich gerade abgesetzt hatte? Ah ne, Diaz alter Station. Das war die in diesem Nest, wo ich vorhin schon war. Aber erstmal gehe ich zu Kerbeck. So, das heißt... Wir brauchen dich und die Raupe bei der Delta-Station. Eine kleine Lawine hat den Lift von der Koronis blockiert. Aber vorher will ich auch mal zur Werkstatt, aber ich denke mal, das Labor dürfte vielleicht hier auch gleich sein. Geheimnisse abseits des Weges, aha. Hier noch die beiden Leute? Oder ist niemand mehr? Hat sich hier was verändert? Da war der Waffenladen. Hier unten ist doch was hinzugekommen, aber da kann ich nicht lang scrollen. Egal, wir schauen mal. Hier. What?
Hast du was für mich oder mein Mesh? Top! Fangen wir an! Was ist das denn? Preise kostet? Irgendwas, was ich überhaupt nicht im Besitz habe. Credits. Darüber laufen auch sammeln, das ist doch geil. Warum habe ich das nicht? Bis nächstes Mal, Boss! Ach, da ist er doch. Ich kann nicht mehr mit ihm reden. Credits? Bei T-Energie habe ich über 9000. Suchst du was Bestimmtes? Ein Snipergewehr. Lauf mit größerem Kaliber, das finde ich doch schön. Größeres Magazin, Rückstoßdämmung, das ist doch auch geil. Also erstmal das. Nett! Die langt jetzt noch mehr hin. 5 Gamerscope, bewaffnet und gefährlich. Erstes Waffenupgrade gekauft. Allerdings ist der Rückstoß dann auch etwas stärker. Lohnt sich aber, wenn du mich fragst. Gut, für mich ist dieses Upgrade ein Muss. Je weniger man nachladen muss, desto besser, oder? Damit solltest du den Rückstoß deutlich verringern können. Clever gekauft, keine Frage. Komponente. Ist das vielleicht sowas, um dann in dem pro Waffe bei dir führen kannst? Aha. Das lohnt sich doch. Das habe ich alles. Das hier, Gewehr plus Upgrade fehlt noch. Was auch immer diese Spezialkomponente ist. Danke, Jim. Kämpf weiter für die gute Sache. Na dann. Guck ich mal zum Doc hoch. Wer weiß, was der von mir will. Stellen verwundbar. Also überall, wo ich sonst angreife, macht man überhaupt keinen Schaden.